Wir demonstrieren heute wieder etwa 10 Stunden für ein Grundrecht. Ein Recht, mit sich das zu tun, was man will, und sein Leben so genießen, wie man will. Das ist ein Grundrecht aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1798 etwa. Und das ist ein Grundrecht, für das wir einstehen wollen. Und damit man das erreicht, braucht es eine Bildung, eine Meinungsbildung. Und genau das ist der Zweck von solchen Demonstrationen, sich eine Meinung zu bilden. Und dafür braucht man Informationen, Informationen aus erster Hand, nicht Fake News aus irgendwelchen Medien, sondern von Menschen, die sich mit dieser Frage der Freiheit seit Jahren auseinandersetzen, seit Jahren dafür kämpfen, dass Menschen sich das gönnen können, was sie wollen im Rahmen ihres kulturellen Zusammenlebens. Und damit es noch mehr werden, die heute kommen, wir leben in einer kurzlebigen Zeit und die Leute schauen im Internet, im Fratzenbuch, in Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, WhatsApp. Nimmt diese Plakate, diese Schilder mit den Botschaften, macht nette Fotos davon und publiziert die und schreibt den Leuten, es ist Handverrate, es geht um unsere Freiheit. Und dieses Jahr haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben eine Berliner Deklaration verfasst. Aus verschiedenen Deklarationen, aus Gutachten, aus Empfehlungen von verschiedenen Organisationen in den letzten 20 Jahren überall praktisch die Rosinen herausgepickt, was uns wesentlich erschien. Und das sind 3 Seiten Text und die kann man unterschreiben hier am Stand der Handverrate. Und die Unterschriften werden wir der lieben Frau Marlene Modler, die Bundesdrogenbeauftragte, überreichen. Darum, nehmt euch die Zeit, studiert das, lest das und unterschreibt das. Man kann das auch lesen in der Broschüre zur Handverrate oder Magazin zur Handverrate oder auch im Handjournal, das da aufliegt, kann man das lesen, studieren und sich überlegen, habe ich bis jetzt diese Richtung so gewählt, wo unterscheide ich mich in meiner Überzeugung, und logisch überlegen, was ist richtig für ein vernünftiger Umgang mit psychotrop wirkenden Substanzen, was dient der Schadensminderung, was dient der Bereicherung des Lebens, was ist Genussoptimierung in diesem Leben. Es gibt hier einen in Berlin, der an vorderster Front seit Jahren dafür kämpft. Und das ist der Georg Wurth vom Deutschen Handverband. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Handverband, die uns in den letzten Tagen und Wochen massiv unter die Arme gegriffen haben und geholfen haben, die Organisation für diese Veranstaltung, für diese Demonstration zu wuppen. Einen kräftigen Applaus!